müssen Sie dann noch dazu was sprechen, dann bekommen Sie alles mit. Die Hochzeiten haben stattgefunden, immer mit heiliger Messe und meist am Dienstag. Nicht so wie jetzt, ja, am Dienstag. Und nicht so wie jetzt am Freitag oder am Sonntag. Hier ist wissen wir durch diese Fahrer. Hier wird die Kirche gemalt, Jahre 1955. Und hier haben wir noch den alten Küster vom Krieg, der Herr Johann Hahn. Und da sind ältere Messdiener, da sind alles deutsche Jungens. Auch hier zwei von Wessolex, den Herbert Hans, Edi Buchholz, Karol und andere. Das sind, ist Kreuz und Kapellchen und wir in unserer Gemeinde sind 16 Kreuze und 25 solche Kapellen. Und hier ist Gottes Grab am Karfreitag und Kripplein zu Weihnachten. Und das ist noch die alte Krippe von früher vom Krieg hier, das Stückchen. Und hier ist Pfarrer Bernhard Schafrinski. Das war in Bischofsburg die zweite Primizmesse und das war der erste deutsche Student hier in seiner Primizmesse. Jetzt ist er in Deutschland. Und weiter. Aha, da muss noch nicht. Hier ist ein Altar. Das Altar stammt aus der evangelischen Kirche aus Dresden nach dem Krieg. Wurde hier reingestellt und wurde angestellt von beiden Seiten. Hier von Heilige Paulus und Petrus ist entbrannt. Und das Bild ist jetzt noch auf dem Chor, der auferstandene Christus. Kann ich mich noch erinnern. Da, das war 72. Ein Zeichen von meinem 25-jährigen Priesterjubiläum. Und jetzt, dieses Jahr, sind es um 39 Jahre. 25 Jahre bin ich jetzt Propst in Bischofsburg und angefangen habe ich hier als Kaplan im Jahre 1954. Hier ist auch eine Primizmesse von Pfarrer Theodor Suray, aber der wurde schon ausgeweiht in Paderborn am 24. Mai 1980 und arbeitet auch jetzt in Deutschland. Aha, hier das Presbyterium nach dem Brand, wie das Altar ausgebrannt war. Und hier haben wir das Bild, das Innern der Kirche vor dem Krieg. So sah die Kirche aus vor dem Krieg. Beinahe so schön ausgemalt wie in Heiliger Linde. Schön, wirklich schön. Ja. Und Bischofsburg aus ja. Preußen. Und hier sieht die Kirche so aus, das Presbyterium und die Seitenschiffe. Und hier sind
Bilder. Dieser Teil ist vor dem Krieg, die Kirche. Das ist auch der Turm, wie vor dem Krieg es aussah. Hier ist ausgebrannt. Hier während der Arbeit. Und hier ist schon mit neuer Kuppel. Und da sind die neuen Orgeln. 25-stimmige Orgeln, aber vorbereitet sind die für 35 Stimmen. Und hier sind zwei Bilder von der ehemaligen Bischofsburger, die jetzt jedes zweites Jahr nach Bischofsburg kommen. Die haben immer den Gottesdienst. Manche sind nach 40 Jahren das erste Mal in der Heimat gewesen, auch in der Heimatkirche. To jest takie nasze. Jetzt können wir noch gehen. Das ist hier ehemalige Kaplanei. Und das richtige Pfarrhaus ist ausgebrannt, zerstört während des Krieges und es ist kein Zeichen davon mehr. Und hier ist Holz für neue Bänke für die Kirche. Jetzt gehen wir noch zu den Kisten. Dobre dynek, co heilige Messe.